Wie spät ist es? Na? Schon 11? Das gibt's doch nicht. Der geht. Der muss geklingelt haben. Ich hab's nicht gehört. Schon 11. Und ich hab doch eine Verabredung. Um 10. Zum Picknick. Jetzt aber los. Die ist hinüber. Und meine Lieblingstasse auch. Ach Gottchen. Wenigstens die Banane ist noch heil. Und das Fahrrad? Naja, bisschen verbogen. Tja, das war's dann wohl. Aus dem Picknick wird heute nichts mehr. Das Beste ist, ich gehe gleich mal zu Trude. Die versteht doch was von Fahrrädern. Das Loch finden. Das halten wir hier rein. Da! Ah! Ach, da ist es! So. Nimmst du mal das Raupapier da? Ja. Wenn es schön trocken ist hier. Wir gehen am besten hier hin. Wieder abgewischt. Na ja. So. Brauchst du das auf? Ringsrum? Nimm du mal die Gummilösung da unten. Die muss jetzt nämlich da drauf. Ja. Wie lösen? Genau. Aber schön viel. Das müssen wir gut verteilen. So. So, und jetzt muss das antrocknen ein bisschen. Hier. Nimmst du mal die Gummilösung? Hast du einen Flickensieber? Ja, ich habe hier. Sehr schön. Ja. Und den jetzt da drauf.
einen schönen Oberteil. Mal gucken, das hält. Ich glaube schon. Ach, da kommt ja Peter. Hier, macht mal weiter. Hm? Hallo, Tode. Ach, du lieber Gott, wie sieht das denn aus? Ja. Das ist ja schlimm. Wie ist denn das passiert? Ich wollte um die Kurve und das Rad wollte geradeaus. Ach, du meine Güte. Ein neues Vorderrad muss ja wohl sein, nicht? Ja. Aber, das hier, das kann man doch irgendwie zurechtklopfen, ne? Nein, das kann man nicht zurechtklopfen. Du, dann entstehen so ganz feine Risse hier im Rahmen. Und dann bricht dir das Fahrrad irgendwann zusammen. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Eieiei, das schöne Rad. Sag mal, ist dir denn nichts passiert? Mir nicht, nee, aber meinem Hausrad. Hier, guck mal. Die schöne Thermosflasche. Oh, die sieht aber kaputt aus. Die ist kaputt. Na, und meine Lieblingstasse. Auch hinüber. Na du, das kann man aber kleben. Guck mal, das passt doch wunderbar zusammen. Ja, das kann man kleben. Ja. Das mache ich gleich. Na gut. Also, und ich werde mich inzwischen mal umsehen, ob ich wieder so ein schönes, olles Fahrrad für dich finde, ja, Peter? Gut, Rode, danke dir. Aber den Sattel möchte ich behalten. Hebe ich auch für dich. Tschüss. Tschüss. Zange! Kann ich Ihnen helfen? Ja, sicher. Sie hören schon. Hier, meine Thermosflasche ist kaputt. Da muss so ein neuer Glaseinsatz rein. Ja, den Einsatz haben wir aber nicht auf Lager. Ich kann Ihnen eine Kanne zu 11,50 Mark anbieten. Die ist sehr schön, die hält wirklich sehr warm. Oder diese beiden Kannen hier, die sind etwas größer. Ich möchte keine neue kaufen. Ich möchte nur diesen Glaseinsatz. Man kann das doch hier aufschrauben, sehen Sie, und einen neuen hineintun. Kann man den nicht irgendwie? Tja, den müsste ich Ihnen bestellen. Sehen Sie, es geht doch. Dann würde ich ihn gern bestellen. Gut. Ja. Dann habe ich noch ein Problem. Meine Kaffeetasse hier ist auch kaputt gegangen. Die muss ich kleben. Da hätte ich gern Klebstoff. Gut. Mhm. Da würde ich Ihnen wirklich empfehlen, eine neue zu kaufen. Wir haben da wirklich diese schönen Tassen mit der Schrift drauf. Die werden sehr oft gekauft. Auch mit Schrift? Nein, ich habe mich so an diesen schwarzen Haaren hier gewöhnt. Ich möchte sie behalten. Wozu eine neue kaufen? Ich möchte sie kleben. Gut, dann kann ich Ihnen diesen 2-Komponenten-Kleber empfehlen. Ja. Der ist durchsichtig und trocknet sehr schnell. Aha. Na ja, und wie macht man das mit den beiden? Die Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Rückseite. Ah ja, gut, die nehme ich. Vierzehner Ringschlüssel! Der Wunderkleber. 2-Komponenten-Kleber. Ach so. 2 Teile, ja. Na? Was haben wir denn da so? Na nur, so viel Zeug. Was soll man denn damit machen? Besteht aus Binder, hellblaue Tube. Ja, hier. Und Härter, dunkelblaue Tube. Ja, ist alles da. Und jetzt? Mischen von Binder und Härter. Also, mischen. Die gleiche Menge, gleich lange Stränge Binder und Härter. Kurz aber gründlich in der Mischwanne verrühren. Mischwanne. Achso, dieses Näpfchen hier. Und damit rührt man. Ah ja, sehr schön. Was brauchen wir noch? Härtung. Die Klebeverbindung ist bei Raumtemperatur in 2 Minuten. Ah, 2 Minuten. Dann nehme ich lieber meine Uhr. So. Dann kann nichts schief gehen. So, mehr brauche ich nicht. Frisch ans Werk. Also, dann mischen wir mal. Der Binder aus der hellblauen Tube oder was der Härter aus der... Ist ja egal. Also, ein Strang. So, sehr schön. Jetzt... Dunkelblaue Tube? Ja. Ah ja, das läuft so. Das ist zu viel. Jetzt muss ich
von der noch ein bisschen. Ja. So. Und jetzt gemischt. Naja, ein bisschen viel, so viel. So viel braucht man gar nicht. Na, die Tasse. Nur wenig auftragen, ja, so. Das langt doch. Und das andere Teil. Ja. Jetzt ist der große Moment gekommen. Ja, es passt. Es muss ja passen. Es war ja auch mal zusammen, ne? So, schön festhalten. Und warten und festhalten und warten. Aber jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Moment mal. 21, 22. So, jetzt muss er aber. Jetzt muss es klappen. Ja. Na nur. Ich hänge fest. Das ist ja ein Ding. Hallo. Guten Tag. Wir wollten nur mal sehen, wie es dir geht. Ah ja, doch, es geht so. Ja? Ja. Oh, die Tasse ist ja wieder ganz. Gut, nicht? Das hast du aber gut gemacht. Ja. Gefällt mir, sehr schön. Was hast du denn mit dem Schuh gemacht? Was für ein Schuh? Ach so, der Schuh, ja, das muss ich wieder kleben. Ganz einfach. Nee, das geht nicht so einfach. Wieso? Dazu braucht man einen Spezialkleber und dann musst du den zum Schuster bringen. Warum stehst du so komisch rum? Der Fußboden ist so kalt. Das glaube ich nur. Dann würde ich mir mal einen ganzen Strumpf anziehen, weißt du? Kunststück. Ich habe nur solche. Hier, ganze Schublade voll. Also Peter. Da muss doch irgendwas unternommen werden. Ja. Kleben. Das geht doch sehr gut. Das kleben wir. Sag mal. Kleben und ab und zu neu anstreichen, oder wie? Sag mal. Ich habe da eine Idee. Du hörst noch von mir. Tschüss. Ah ja, tschüss. Ist das deine Puppe? Ja, kannst du mir vielleicht ein neues Auge ankleben? Du kannst das so gut kleben. Ja, schon. Aber oh, das ist schwierig. Hast du das Auge noch? Nee, das habe ich verloren. Klaus-Dieter. Ja, der hat doch auch Glasaugen. Vielleicht gibt er eins ab. Du spinnst wohl! Er will nicht. Außerdem sind seine Augen viel zu groß. Was machen wir da? Der Puppendoktor. Ja. Du, ich muss sowieso in die Stadt zum Schuster. Da gehen wir zusammen. Ja. Ja, das muss die Puppenklinik sein. Gehen wir doch mal rein. Keiner. Hallo? Guten Tag. Hier hinten bin ich. Komm ruhig durch. Ja. Augenblick noch. Bin bald fertig. Ah ja. Der Doktor operiert gerade.
ein komplizierter Armbruch, wie mir scheint. Naja, mit Gummiband macht er das. Ist doch schön, dass jemand noch sowas macht. Da muss man die kaputten Puppen nicht gleich wegwerfen. So, fest. Und womit kann ich euch helfen? Ich brauche ein Auge für meine Puppe. Ja. Ja, das sind Schlafaugen, das kann ich gleich machen. Da brauchst du nicht so lange zu warten. Hier, das ist die richtige Größe. Kann ich mal sehen? Ja. Ach, das sind Augen? Die sind ja alle zu. Ja, das sind doch auch Schlafaugen. Du musst den Kasten hochhalten. Das ist ja... Oh, hier sind Langschläfer. Aufwachen. Das ist sowieso der verkehrte Kasten. Ihr braucht ja Negeraugen, die sind hier drin. Jetzt müsst ihr euch nur noch die richtige Augenfarbe aussuchen. Ah ja. Ja. Geht das? Ja, das würde ich auch sagen. Das passt. Das haben Sie alles so auf Lager, ja? Augen, Köpfe, Arme, Beine. Ja, kann ja alles jederzeit gebraucht werden. Moment, ich bin gleich zurück. Ja. Vier Augen, Kind, spaziert. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie zufällig eine Nase gesehen? Nein, nein. Schade. Schon fertig, Herr Doktor? Ja, schon operiert. Zu viel aber. Ja. Naja, das muss ich ja jetzt noch einrichten. Also. Jetzt guckt sie aber wieder schön. Ja, prima. Ah, jetzt muss ich aber zum Schuster. Und ich muss nach Hause. Tschüss. Ah ja. Tschüss. Schraubenzieher. Ach, Meister. Ach, Tag, Herr Lustig. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Na, mehr auf den Füßen. Hier, die Sohle ist ab. Ach, hey. Das kann man doch wieder kleben. Aber natürlich, Herr Lustig. Kann ich drauf warten? Na ja, es dauert eine Weile. Müssen Sie eine Weile hier bleiben. Aha, gut. Überhaupt wieder heil, wenn Sie es jetzt kleben? Ja, aber natürlich. Was dachten Sie denn? Es riecht gut. Ja, aber das ist kein Zwei-Komponenten-Kleber, nicht? Na, das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Es klebt alles sozusagen. Und nun müssen wir eine Weile warten, bis das abgetrocknet ist. Ach, das kann man nicht gleich so zusammenklappen. Ja, nein, das geht nicht. Das braucht eine Weile, bis das angetrocknet ist. Und dann können wir es pressen. Ah, gut, warte ich. Na, dann kann er ja inzwischen einen anderen Schuh besohlen. Ja, ja, der hat's auch sehr nötig. Ah, neuen Absatz wird er auch kriegen. Na, aber erstmal muss er trocknen. Und meine? Ja, der ist jetzt soweit. Fertig.
Nee. Der kommt noch in eine Maschine. Ah, und wird gepresst. So, Herr Lustig, nun haben wir ihn wieder fest. Danke, fabelhaft. Also, ich finde, Sie haben einen schönen Beruf und so nützlich. Naja. Sonst müsste man sich ja dauernd neue Schuhe kaufen. Da haben Sie recht, Herr Lustig. Schönen Dank, Meister. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, ein hoffnungsloser Fall. Trude. Hm. Naja, das ist es wohl. Ein hoffnungsloser Fall. Aber zum Basteln ist es gut. Na nun, noch was? Eine Nähnadel. Und eine Reparaturanleitung für löchrige Socken. Typisch Trude. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Und ein Nähkörbchen. Probier es mal. Na denn, wie geht denn das? Man halte einen Socken mit Loch bereit. Na, wenn es weiter nichts ist, die habe ich doch hier überall. Ah ja, das ist schon eine kleine Auswahl. Nehmen wir doch mal den hier. Ja, schon ein schönes Loch. Und wähle Stopfgarn in der passenden Farbe aus. Müsste ja hier drin sein. Was haben wir denn da so? Blau, grün? Ach, das ist eine schöne Farbe. Ja, die soll sich ruhig abheben. Ich will ja schließlich sehen, was ich gestopft habe. Ja, die gefällt mir. Gut. Wie geht's weiter? Man nehme die Garnrolle in die rechte Hand und mit der linken ergreife man das Garnende. Das, so. Wickle den Faden so lange ab, bis beide Arme ausgebreitet sind. Na ja, schön. Machen wir das so. Jetzt schneide man den Faden an der Rolle ab. Schneide ihn an der Rolle ab. Aha. Da, jetzt. So, dann lege man den Faden doppelt zusammen und verknote die beiden losen Enden. Warum denn da einen Knoten? Naja, wir werden ja sehen. Verknoten. Aha. So. Jetzt liegt er doppelt. Ah, er liegt jetzt doppelt. Schön. Jetzt führe man die Schlaufe durch das Stopfnadelöhr. Naja, das muss ja wohl so sein. Ha? Gar nicht so einfach. Na. So, jetzt haben wir es. Aha. Und wie geht's weiter? Jetzt den Stopfpilz in den Strumpf einführen. Den Stopfpilz in den Strumpf? Aha, da ist er. Ein Stopfpilz. Ist klar. Zum Stopfen braucht man ja eine Unterlage und deshalb kommt der Pilz hier rein. Wo ist denn das Loch? Hier? Ah, ja, sehr schön. Jetzt hat man das Loch so richtig bequem vor sich. Ne? Na, nun geht's los. Am Rand des Loches die Nadel einstecken und den Faden gitterartig über das Loch spannen. Gitterartig, na, probieren wir mal. Also stecken wir mal rein und jetzt rüber zur anderen Seite. So. Ah, jetzt weiß ich, wozu der Knoten da ist, damit er nicht wieder rausrutscht, der Faden. Und jetzt einmal rüber und wieder hinüber. Ja. Machen wir ein Gitter. Wie ein Käfig muss es zum Schluss aussehen. So, gitterartig. Das heißt, wenn man jetzt hier angekommen ist, am anderen Ende, dann muss man wieder quer dazu stopfen. Ah ja. Und zwar immer drunter weg, drüber weg, drunter weg, drüber weg, drunter weg, drüber. Ja, das ist wie Weben. Ja, genau. Sehr schön. Das wird fabelhaft. Und das hält auch. Drunter weg, drüber weg, drunter weg, drüber. Da wieder raus. Und noch einmal zurück. Ja. Fertig, sehr schön. Was noch? Zum Schluss den Faden am Rand vernähen. Vernähen, ah ja. Einmal so quer nochmal, damit er auch nicht wieder rausrutscht. Und abschneiden. Na bitte. Haben wir es ja. Noch was?
Ja, ja, ja. Vergessen Sie nicht, den Stopfpilz herauszunehmen. Hm. Typisch Trude. Na gut, dass sie es hingeschrieben hat. Ich wäre ja nicht drauf gekommen. Da wäre ich wahrscheinlich mit dem Fußpilz herumgelaufen. So, da ist er. Na ja, das Stopfen ist gar nicht so schwer. Das macht sogar Spaß, einen Socken zu reparieren. Hm? Mein Fahrrad ist nicht zu reparieren. Hm? Aber da habe ich eine andere Idee. So, fertig. Nee, nicht repariert, umgebaut. Jetzt ist mein altes Fahrrad viel nützlicher. Ihr erinnert euch doch, heute Morgen hatte ich verschlafen. Und das wird mir nie wieder passieren, denn hier ist meine neue Knall- und Fall-Wegmaschine. Ja, Aufwegmaschine. Die ist handlich, die ist verlässlich und im Prinzip ganz einfach. Sie funktioniert so. Hier ist mein guter alter Wecker. Wenn der morgen früh bimmelt, um 8:30, dann werde ich vielleicht nicht wach werden. Das macht aber nichts. Denn gleichzeitig zieht er hier an dieser Strippe. Denn hinten dreht sich doch dann immer dieses Aufziehdings, nicht? Er zieht hier dran, dann geht die Schleife auf und jetzt wird sich das Hinterrad drehen. Das muss ich drehen, denn hier hinten hängt ein Stein dran. Der fällt nach unten. Ja. Wenn sich das nun dreht, dreht sich auch die Pedale. Und die sticht mit einem Wägelchen hier in den Ballon. Ja, von dem Knall müsste ich eigentlich aufwachen. Aber wenn ich davon nicht aufwache, macht das auch nichts. Denn gleichzeitig zieht das Rad an dieser Strippe und die zieht mir die Bettdecke weg. Hier ist eine Klammer dran. Wenn ich davon auch noch nicht wach bin, macht das auch nichts. Denn diese Pedale zieht auch noch an diesem Faden und der ist an einer Gießkanne befestigt. Da ist Wasser drin. Und morgens habe ich dann gleich eine schöne Dusche. Also ich meine, es müsste eigentlich klappen. Ja, gut. Morgen früh weiß ich mehr. Wollen wir mal. Es ist nur schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Nicht? Denn ihr könnt ja nicht 8 Stunden vor dem Fernseher sitzen bleiben. Und so lange will ich schon schlafen. Also, schaltet schon mal aus. Heute kommt absolut nichts mehr. Nur noch die Klammer hier an die Bettdecke. So, ich kann euch ja später Bescheid sagen, ob es funktioniert hat. Nicht? Also, tschüss, gute Nacht. Ist er noch gar nicht so weit?